Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 283 von The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe mich doch nicht ganz dran gehalten, was ich im letzten Part gesagt habe. Und zwar bin ich jetzt von hier oben, wo wir waren, oder hier dieser Höhle, bin ich einfach nur hier runtergejumpt, bin hierher gelaufen und habe mich dann schnell geportet hierher, um diese Quest, jetzt diesen Hexerauftrag hier auch abzugeben. Sonst ist der weiterhin auch in meinem Inventar. Und ich dachte, nicht im Tal, in meinem Questlog. Und ich dachte mir einfach, komm, den geben wir jetzt ab. So, das war so meine Idee. Und Kevlar, oder wie auch immer heißt, ist hier unten. Wie habe ich gerade die Regeneration da bekommen? Habt ihr das gesehen? Hä? Was ist denn mit der Regeneration? Hallo? Warum regeneriere ich so stark? Keine Ahnung, was hier abgeht. So, und ja, okay, Wan, ich habe mich hier drum gekümmert. Ich weiß zwar nicht, um was ich mich wirklich gekümmert habe, aber irgendein Monster habe ich erledigt. Du bist nicht von hier, wie ich sehe. Was führt dich nach Speaker Oak? Ich habe die Nachricht gelesen. Ah, daher. Ja gut, alles klar. Ich höre, hier gibt es Arbeit für einen Hexer. Ja, meine Schwester nervt schon immer zu damit. Ich habe einen Aushang gemacht, damit sie Ruhe gibt. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand dafür interessieren würde. Worum geht es denn? Der Verlobte meiner Schwester ist verschwunden. Die Leute sagen, er ist weggelaufen. Meine Schwester sagt, sie habe gesehen, wie er von einem Monster verschleppt wurde. Ja, das kann man bestätigen. Ich habe die Bestie besiegt. Er hat auch ein bisschen ganz brutale Halsschmerzen. Ich habe eine alte Echidna in einer Höhle am Strand gefunden. Zähes Biest, aber ich habe sie getötet. Diese Höhlen sind tückisch. Früher haben die Leute dort der Melusine geopfert. Dann hat Brit die Wahrheit gesagt. Eine Echidna hat sich ihren Nils geschnappt. Jetzt fühle ich mich wie ein Idiot, meiner eigenen Schwester nicht geglaubt zu haben. Nimm dies. Harte Arbeit muss bezahlt werden. Wiedersehen. So ist es. Vielen Dank. 12 Erfahrungspunkte. Dann geht's ja richtig steil voran. Was hast du mir sonst noch was zu sagen? Mal für die Hilfe, Hexer. Nein. Quest aktualisiert und so weiter. Jetzt müsste genau das Questzeichen auch weg sein. Quest abgeschlossen. Naja, zumindest mal ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Und wir machen weiter bei unserer Ausrüstungssuche. Die möchte ich doch ganz gern noch vervollständigen. Schema zur Verbesserung der Bärenschulenausrüstung. Stahlschwert, Handschuhe und Hose. Ja, ich würde eigentlich viel lieber das machen. So, die Verbesserung der Handschuhe. Das müssten wir jetzt doch mal finden. So, wo ist das? Ewig weit weg. Also laufen wir mal in irgendeine Schnellreise-Funktion. Dingens. So. Bevor ich diese Armbrust da weiter verbessere oder sowas. Ja, Stahlschwert ist, ja, wobei, das Silberschwert wäre natürlich auch mal nicht ganz unnützlich, nennen wir es mal so. Ach, was weiß ich, was ich hier labere und hier mache. Es ist Wahnsinn. So, hier kann ich nochmal meine Waffen verbessern und da müsste auch irgendwo eine Bank sein. Ist das die Bank? Ja, das ist die Bank. Später kann man da irgendwie Runenzeichen finden oder irgendwas und dann bleibt diese Verbesserung immer aktiv. Das finde ich halt brutal. Wenn ich das mal finden könnte, das wäre ganz nett. So, und ich habe mir, wie gesagt, überlegt, dass wir jetzt weiter einfach die Verbesserungen hier finden und dass ich dann erst... Ah, das war ja klar, dass hier was ist. Das ist Stahlschwert. Okay, das ist hier also. Das hat ja das letzte Mal schon so ausgesehen, als ob da was sein könnte. Und hier haben wir die Speerfischküste. Und da ist noch ein Monster-Dingens und da müsste ich einfach so rüberschwimmen oder was. Ah, ne, da wäre auch ein Boot. Ja, komm, dann machen wir das gerade in einem Atemzug. Mit dem Boot dann gerade nach oben, holen das erste Ding damit und dann reisen wir gerade zu der zweiten Insel oder so. So irgendwie ist mein Plan. Ich hoffe, er funktioniert irgendwie. Die gesamte Anzahl an Quintkarten, die du von Händlern gewinnen kannst, ist begrenzt. Jo, bla. Wissen wir ja. So, und hier müsste irgendwo ein Bötchen sein und dann werden wir ein bisschen schwimmen, beziehungsweise segeln. Ist ja hier so. Was machst du denn? Hexer. Och, Hexer. Keine so Moves. Bitte. Komm. Hallo? Hallo? Nein? 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 Ich bin noch zu doof für die Steuerung manchmal. So. Das Ding ist jetzt aktiviert. Also die richtige Quest ist aktiviert. Setze deine Hexersinne ein, um das Schema zur Verbesserung der Handschuhe zu finden. Wie gesagt, wenn ich Handschuhe, Stiefel, ja, ich denke, die drei Sachen, die hole ich mir noch. Ja, so machen wir es. Silberschwert kann jetzt warten. Ist zwar nicht ganz die richtige Einstellung, aber so machen wir es. Wir holen diese zwei Verbesserungen noch, weil davon habe ich auch die Grundversion, glaube ich zumindest mal. Dann stelle ich diese drei Sachen her. Dann machen wir noch ein paar Nebenquests und dann wird es zum Add-on gehen. Ich freue mich tierisch drauf, so machen wir das.
Nur falls ihr euch wundert, warum ist er jetzt doch nicht zum Händler gereist? Warum hat er jetzt doch nicht die Sachen... Moment mal. Nein, da wollen wir doch nicht hin. Fällt mir gerade auf. Hier wollen wir hin. Ah, okay. Oh Gott sei Dank habe ich das noch gerafft. Und zwar das Erste, was wir machen, ist die Hose werden wir jetzt finden. So. Nebligen Stufe 26. Das ist immer nett. Die Nebelinsel schon wieder. So langsam geht es immer auf den Wecker. So, komm Nebling, was ist? Vielleicht werden wir Ciri jetzt finden. Wie immer, wenn ich hier bin. So, gegen Gwen sind die anfällig, hat's gehiesen. Irgendwann mal. Wo ist er denn? Dieser andere Nebling greift mich gar nicht an, oder was? Ah, doch, jetzt geht's ab. Mehr, war klar. Was ist dann? Da fällt mir ein, dieser eine Berg, wo wir irgendwann mal waren, wo ich nicht hochkam und so. Das müsste ja auch. Die sehen ja aus wie Aliens. Er ist ja echt erschreckend, wie eklig die sind. Was ist dann? Dort könnten wir jetzt auch mal hin. Dort waren, glaube ich, auch Stufe 26 Neblinge. Wo ich nicht weiter hochkam, wo das Fragezeichen da irgendwo war. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr noch, was ich meine. Vielleicht auch nicht. Was ist dann? Ich will sie verbrennen. Hexer, kriegen wir da was hin? So, stirb. So ist es. Komm, was ist? Und du sollst auch sterben. So, sehr schön. Jo, es läuft auf jeden Fall richtig gut. Mit diesen Absuden und so. Da ist man echt richtig stark unterwegs. Neblingmutter gehen. Weiß nicht, ob wir da schon mal was hatten. So, und hier soll ich irgendwo... Ah, hier in der Höhle vielleicht. Ist das eine Höhle? Sieht mal sehr höhlenmäßig aus. Hallo? Och komm, Hexer. An den Stacheln hier wirst du schon vorbeikommen. Aha, das sieht doch schon mal sehr gut aus da vorne. Vielleicht finden wir da direkt was. Oder hier links. So. Ne, du sollst eigentlich sammeln. Servierplatte. Gut, das war wichtig. Verbesserte Bärenhose. Sehr, sehr nett. Brennen wir noch ein bisschen was ab hier. Warum auch immer. So, und dann würde ich sagen, jetzt reisen wir weiter. Jetzt ist hier in 800 Metern Entfernung. Soll nochmal das nächste Ding da sein. Und das ist dann Stahlschwert. Okay, das machen wir. Oh, da läuft das hier doch eigentlich noch alles ganz zügig ab. Was kann ich nicht tun? Ich will aufs Boot. nein. Hier wollen wir hin. Hexer, hier wollen wir hin. Steig bitte. Ja, genau. So, kriegst du das jetzt hin irgendwie? Hallo? Ne, irgendwie kriegst du das nicht hin. Quest verfolgen, die Nebelinsel. Okay, dann schickt er mich direkt zu der Quest. Ah, jetzt kriegt das wieder hin. Jetzt fährt er da irgendwie. Rückwärts segeln geht nicht. Rückwärts ausparken oder so. Moment, stoppen, wenden, halten. Ah, doch, X. Da geht was. Ganz großes Einparktennis. Einsegeltennis. So. So, wohin drehen wir uns denn jetzt? Ja, machen wir mal hier rechts rum. Warum auch immer. Wahnsinn, wie ein LKW. Wie ein LKW geht's hier ab. Jawohl, und da geht's. Da haut es den Winden die Sturm in die Segel. Erinnert mich ein bisschen an The Wind Waker. Zelda. N64 oder was es war. Oder Gamecube? Gamecube. Gamecube. Ja, genau. The Wind Waker. War eigentlich auch ganz cool. Hat eigentlich immer Laune gemacht, einfach nur ein bisschen rumzusegeln. Aber wahrscheinlich war ich da auch wieder der Einzige, der das so empfunden hat. Wie gesagt, auf der Nebelinsel möchte ich mich jetzt auch nicht zu weit umsehen, weil das kann auch nach hinten losgehen. Nicht, dass ich Ciri plötzlich irgendwie über den Weg laufe und es dann plötzlich heißt, ah, jetzt musst du mit der Hauptquest weitermachen. Ich hoffe und denke schon, dass wir Ciri jetzt dort finden. Die wird wahrscheinlich dort ganz gemütlich abchillen. Und dann, oh, was ist da hinten? Immer wenn ich was fliegen sehe, kriege ich immer halb Krise, aber das ist in dem Spiel jetzt nicht so sonderlich schlimm. Manchmal ist ein Basilisk, manchmal irgendwas anderes Nerviges. Schmugglerversteck. Kann gerade ein Schmugglerversteck bleiben. Ist mir jetzt egal. Die Gegner, komm, tschüss. Das werde ich mal irgendwann anders mal ansehen. Ich möchte jetzt nicht noch weiter Zeit vergeuden mit irgendeinem Kram hier. So, was ist? Hallo. Die sind echt unnett drauf. Hässlicher Bastard. So ist es. Ah, eine gute Armbrust könnte hier schon nicht schaden. Dass die Dinger mal nochmal gewonnen-hittet sind oder so. So, 500 Meter, 500 Fuß sind es noch bis dorthin. Hoffentlich ist dort eine Schnellreise. Sonst kriege ich auch die Krise. Was ist da? Das Stahlschwert ist verbessert. Echt? Hatten wir das Hexer-Stahlschwert? Hatten wir das schon? Habe ich das jemals gebaut? Ist die andere Frage. Nutze ich das vielleicht die ganze Zeit? Ich weiß gar nichts. Werden wir uns gleich mal reinziehen. Ja, EP-technisch ist das natürlich nicht so sonderlich gut, was da jetzt gerade läuft. Aber wie gesagt, in den nächsten Parts werde ich mich dann um die Hexeraufträge in meiner Stufe oder auf meiner Stufe kümmern und auch manche Nebenquest, die dann hoffentlich ja, normalerweise abgebrochen worden wäre.
Was ist da mit dir? Bleib mal ganz cool. Bleib. Hallo? Was macht denn das Ding da? Fährt er ganz gemütlich mit mir mit, oder was? Ist ja gar nicht cool. Ist aber echt elegant, wie der Hexer da sitzt. Segelt ganz gemütlich und jagt der Armbrustbolzen einen nach dem anderen in den Schädel. Ist irgendwie schon lustig. So, jetzt, was ist da hinter mir? Irgendwas soll hinter mir sein. Ich sehe aber nichts. Die sind unter Wasser. Oh, nervt. Und jetzt rassel ich gleich da gegen die Insel. Oh, hört sich aber merkwürdig an hier, oder? Bin ich der Einzige, der das so empfindet? Was ist dann? Coole Burg, oder? Was geht denn hier ab? Was ist das für ein... Bin ich am Untergehen oder was? Kehr Almut. Die Nebelinsel. Oh, nee. Oh, ich habe die Befürchtung, gleich löse ich die Hauptquest aus. Oder irgendeinen anderen Bug. Wie jetzt fast geschehen. Komme ich hier hoch? Ich würde gerne hier hoch. Hallo. Och, Hexer jetzt. Was? Das kannst du jetzt nicht tun. Doch, ich kann das. Ah, jetzt. Jetzt hat das gerafft. So, auf jeden Fall habe ich jetzt eine Schnellreihe. Oh, und hier sind etliche Feinde. Und wo ist hier der Haupteingang sozusagen? Oh Mann. War ich nochmal Blödsinn? Wahrscheinlich. Jo, sieht schwer nach Blödsinn aus, was ich da fabriziere. Oh. Kann man das irgendwie geografisch erkennen, wo da der Startpunkt sein soll? Ja, hier unten natürlich. Klasse. Jo, dann segeln wir noch ganz kurz dorthin. Warum denn nicht? Wir haben doch Zeit. Ist ja eine ganz gemütliche Sache. Und jetzt weiß ich ja sogar, wie man hier ausparkt. Aussegelt. Ganz gemütlich. Hexer, nur keine Hektik. Wir langweilen ja keinen, ne? Komm, Hexer, was ist? Park aus. Hexer, hallo. Schiff kaputt. Ah, ne, jetzt geht's nochmal. Jo, ganz gemütlich. Und ab in die Segel. Genau, Wind in die Segel und weiter geht's. Das ist schon schwer sinnfrei. Aber Gott sei Dank haben wir einen Schnellreisepunkt entdeckt. Und da sind schon einige mit dem Schiff mal gegen die Felsen gerattert. So, und da vorne sind auch schon einige angelegt. Das wissen wir natürlich, haben wir schon gesehen auf der Karte. Auf der Karte wird ja angezeigt, wer wo wie schon angelegt hat. Das ist die Anlegekarte. Oh, und hier sind auch etliche Feinde. Banditen oder was? Pirat, Stufe 12, kein Problem. Die Nebelinsel. Hoffentlich löse ich nichts aus. Oh, ja, komm, lass mich mal aus dem Wasser kommen, bitte. Das kannst du jetzt nicht tun. Rückkehr Almut, ja genau. Ich möchte nur hier raus. Ich hab's im Urin, wir werden jetzt gleich Ciri finden. Ich weiß es einfach. Es muss einfach so sein. Mein Pech muss zuschlagen. So, und jetzt brennt mal und nervt nicht rum. Nein, sie nerven. Immer noch Stufe 12 Gegner, die so rumnerven. Na gut, klar. Mein Schwert ist natürlich auch grottenschlecht jetzt gegen die. Oder? Ist es das normale starke Schwert? Nein, das Silberschwert ist, glaube ich, das, wo links angezeigt wird. Ah, jetzt sind sie beide kaputt. Sehe ich gerade. Okay. Wachhund. Süß. Ehemaliger Wachhund. Halt! Schildmann nervt nicht. So, was ist dann? Ich muss den Schild zerstören. Bam. Mit meinem starken Schwert. Was ist dann? Zerstören. Oh, der nervt. Jo. Oder halt einen anderen Zauber auswählen. Halt einfach mal elegant kämpfen vielleicht. Aber ich will doch nicht. Ja, ich muss eigentlich meinen Kampfstil gleich verändern. Stimmt, reparieren wollte ich eigentlich auch. Oh Mann, was mache ich dann? Komm, so. So, ein bisschen tänzeln. Und dann sind wir hintern und schlagen ihm nochmal ins Schild. Klasse. Na, ich bin echt sehr gut. So, jetzt aber. Aha, das war's. Gott, war das schlecht gekämpft, aber egal. Ich wollte jetzt nicht den Zauber wechseln und so. Hat mich jetzt gerade genervt. So. Hol mal den ganzen Kram hier mal mit. Was auch immer das bringt. Wahrscheinlich nochmal nix. Ist hier vielleicht irgendjemand eingeschlossen? Zum Beispiel Ciri. Ciri, hallo. Nein. Nein. Das wäre schon ganz cool, wenn sie da drauf geachtet hätten. Ups, das war die Schnellreise. Der Schnellreisepunkt. Dass ich das jetzt eben nicht auslösen kann. Das wäre jetzt echt nervig, wenn ich durch Zufall über Ciri drüber stolpere. Eigentlich wäre es zwar logisch und richtig, aber will ich in dem Fall jetzt nicht. Weil dann werden vielleicht wird der ein oder andere Nebenquest dann halt eben gelöscht. Und da habe ich keinen Bock drauf. So. Was geht hier ab? Ja, ich könnte natürlich auch mal reparieren. Komm. Sonst dauert das hier ja 8 Jahre.
Inventar, reparieren wir mal unsere Sachen. 1500 Erfahrungspunkte haben wir wieder. Klingt doch auch eigentlich ganz gut. So, wo waren die Reparatursets? Hier unten. Da haben wir so ein Anfänger-Reparaturset. Komm, das nutzen wir gerade für hier das Schwert und für das Schwert. Ups. Ne, war das Falsche. Für das Schwert, so. Meister. Ja, komm, egal. Eine Herde Geistböcke soll dich aufspießen. Normalerweise müssten wir jetzt nochmal mehr Schaden machen. Jo, oder mehr Schaden bekommen. Und tschüss. Ja, ist eigentlich ganz gemütlich hier. Wenn es ein bisschen gemütlicher wäre. So, ihr habt ein Stahlschwert für mich, habe ich gehört. Oder zumindest mal ein Muster und das hätte ich ganz gern. Und zwar heute noch. Ist da irgendwas drin? Oh, nee. Was geht denn jetzt ab? Brennt doch mal bitte. Ja, dazu müsste ich meinen Zauber auch irgendwann mal aufladen. So, der Hund ist verbrannt. Sorry, ich bin ja eigentlich tierlieb. Oh ja, das war ein heftiger Treffer. Sorry, tut mir schon etwas leid. Moment mal. Was zeigt... Achso, das ist die Quest. Ja, ich dachte schon, das wäre die Nebelinsel-Quest, die mir da oben angezeigt wird, oben auf dem Radar. Aber das ist die ganz normale hier Hexer-Sinne-Quest und Hexer-Ausrüstungssuchen-Quest und so weiter. So, jetzt sind wir hier in Kehr irgendwas. Was ist hier? Was? Habt ihr das gesehen? Irgendwas wurde mir da auf dem Boden angezeigt. Oh, hier sind etliche Feinde. Was geht denn ab? Komm, nerv nicht. Oh, jetzt wird's lustig hier, sag ich mal. Ja, etliche Hunde, wie man sieht. Etliche Wachhunde, die rumnerven. Das ist eigentlich kein Problem. Und da vorne ist das Fragezeichen angeblich. Wird dann passgenau auf der Karte eingezeigt. Angezeigt. Hier, echt? Vielleicht ein Ort der Macht oder sowas irgendwo hier oben oder... Keine Ahnung. So, sterb. Ihr dürft euch alle in der Reihe anstellen, meine Freunde. Komm, was ist? Oh, der hat seinen eigenen Mann getötet gerade. War das so? Ich glaube, der Pfeil hat ihn durchbohrt, oder? Ja, der Hexer geht gut ab, muss man sagen. So, und stirb. Du sollst sterben. Och, dann weich doch mal ordentlich aus, Hexer. Mein Gott. Ich würde ihn gerne markieren. Ja, so ist es. Sehr schön. Und dann geht es nämlich ab im Rücken. So ist das. Und der Pirat da oben haut mir noch die Pfeile rein. Klasse. Freut mich nur wenig. So, haben wir es jetzt gleich mal erledigt hier. So, wenn ich das jetzt alles aufsammle, bin ich überladen. Jede Wette steht, ne? Echt? Jo, jetzt. Komm, mach. Mach nicht so. Brennt immer noch nicht. Oh, ich muss echte Zauber... Komm, ich wechsle den Zauber. Jetzt nervt es mich ja doch schon. Telekinetische Druckwelle, dass die Sache dann mal schneller erledigt ist gegen diese Schildträger. Das ist schon ein bisschen nervig. Jo, genauso soll man es nicht machen. Okay, doch, ging ja noch. So, ist jetzt hier wirklich mal Schluss. Und was wird mir hier auf der Karte angezeigt? Irgendein Fragezeichen, wo? Oh, ganz locker. Ah, hier oben, okay. Das ist ein Argument. Mal hier oben vorbeizuschauen. Eventuell hier oben, ne, es wird eigentlich nach unten angezeigt, okay, oh ne, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Hä, kann der sich nicht hier festhalten? Hexer. Oh ne. Oh je, sehr gut geklettert. Oh Gott, ne, komm, das hier sieht irgendwie alles nochmal sehr dämlich aus, was ich da treibe. Meine Absude laufen bald aus, okay, und irgendwelche Blätter sind hier. Vielleicht sollte ich mich einfach nur genauer hier umsehen. Das wird sich vielleicht alles dann von selbst erklären, was hier so läuft. Könnte ich mir jetzt vorstellen, indem ich jetzt einfach mal alles hier leer loote, dann hierher gehe und doof gucke. Nee. Dann doch nicht so. Ja, etliche Feinde laufen noch da hinten links rum. Wahrscheinlich muss ich sogar dorthin, was weiß ich, komm. Machen wir da mal so. Ich suche eigentlich nur ein Schema hier. Piraten, lasst mich bitte gehen. Wo sind eigentlich die Piraten, die mir auf der Karte angezeigt werden? Auch weiter unten. Das ist doch das Zeichen für unten, oder? Da sind wir uns doch einig. Wo ist denn hier unten? Und wie komme ich nach unten? Fragen über Fragen. Ich muss erst mal hier alles leer looten, dass das mich nicht irritiert weiterhin. Ich soll hier hin. Hier soll ich suchen. Ja, genau, hier ist auch das Hexer-Symbol. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ah, jetzt ist es auch umgesprungen. Machen wir gleich. Ich sehe mich gleich mal genauer um. Aber das Fragezeichen hat mich auch so interessiert, sage ich jetzt mal so. Oder es soll direkt schon hier irgendwo sein. Ich sammle einfach mal alles ein, wie wild. Wie ein Dirmel.
Sammel, yay. Jo. Und bringt gar nichts. Was? Deine Mutter hat sich rausgeschüttet. Jo, echt? Warum? Bleib locker. Ganz alles cool. Ich hab nichts gemacht. Hier vielleicht? Komisch, oder? Angeblich soll hier was sein. Bin ich blind? Bin ich doof? Ah, da hinten ist doch eine Schatztruhe. Ah, oh, das sind noch etliche Schatztruhen, ja. Da wird es wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ja, hier auch. Jetzt schlägt die Hexersicht mal wirklich an. Was war das eben für eine Amateur-Hexersicht, bitte? Jo, gut. Gehen wir mal da hinten hin. Das sieht eher nach Hexerausrüstung aus, da hinten so der Bereich. So, diese Kisten hier vielleicht oder so. Oder vielleicht auch nicht. Wo ist denn hier eine normale Kiste, mein Gott? Und ich bin jetzt schon wieder zu weit draußen eigentlich aus dem Bereich. Oh Gott. Oh je, ich ahne Böses. Ich sammle einfach mal alles ein. Bis ich überladen bin, ihr einen super langweiligen Part gesehen habt und jo. So ist der Plan. Wo habt denn ihr das Schwertchen? Hallo. Das ist doch definitiv, wird da nach unten angezeigt. Also hier mit dem Fragezeichen auch und so. Ich soll mich hier umsehen. Als ob ich hier irgendwo einen Weg finden könnte, der nach unten führt. Keine Ahnung. Ist auch einfach ein bisschen dunkel hier das Ganze. Wie viel Uhr haben wir denn? 1 Uhr nachts, klar. So, nervt jetzt nicht. Machen wir mal eine kleine Ratzepause hier. Bisschen schlafen, bisschen ausruhen. Da haben wir 8 Uhr, 7 Uhr morgens. Klingt gut. Keine Absurde drin, aber dafür mal Helligkeit. Ja, und da sind schon ein paar Feinde, die mich dann weiter attackieren. Klasse. So, und Fratzen mal klar, ich habe kein Absurd drin, aber es dürfte jetzt hier kein Problem sein. Und das ist der nächste direkt. Haben gewartet, bis ich ausgeschlafen habe und dann attackieren sie mich. Ist ja auch mal nett. So, tschüss Kollege. Ah, das hier sieht doch noch ganz gut aus. Gehen wir mal hier hin. Was ist denn hier los? Kann ich hier rein? Zutaten sammeln? Rein kann ich aber nicht, okay. Und hier runterjumpen wird es wohl nicht wirklich bringen. Das war die Situation, wo wir schon mal waren. Beim letzten Mal. Es muss schon hier irgendwo sein. Bin ein bisschen überfragt gerade. Oder bin ich einfach nur dämlich und sehe es nicht? Kann ich hier irgendwo rein? Gleich kloppt irgendein Gegner von der Seite auf mich ein. Sehr wahrscheinlich wird es doch so kommen. Oh nö, ich hasse Suchereien. Ich hier hochgehe, was ist da? Komm. Gucken wir uns da mal um. Kann ich das vielleicht einfach schlicht und ergreifend noch nicht finden, weil ich hier keine Zugänge bekomme? Was weiß ich, ey? Keine Ahnung. Hat vielleicht irgendjemand einen Schlüssel verloren? Das wäre natürlich noch so eine Idee. Dass irgendwer hier einen Schlüssel verloren hat. Langschwert? Nee. Auch nicht. Ja, und es liegt auch kein Loot mehr rum, oder? Da sind wir uns einig. Da war ich, glaube ich, schon, oder? Ah, was ist denn das hier? Gucken wir doch mal da rein. Ah. Ah, sind das kleine Maden, ey. Wahnsinn, wie man sich da umsehen muss. So, Pirat, was ist? Haben wir uns doch noch getroffen. Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt. So, umgeschmissen und tot, würde ich sagen. Tot? Okay. Auge um Auge. Zahn um Zahn. So ist es. Tot? Jo, tot. So, dann brauche ich auch keinen Schlüssel mehr von euch. Ich glaube, die Sache erledigt sich auch so. Ist ja der Wahnsinn hier, was hier abgeht. Da muss man sich wirklich absolut genau umsehen. Und jeder Part hat hier eine gewisse Länge. Das ist gar nicht zu verhindern, sozusagen. Nicht, dass ich es verhindern möchte, aber doch, zum Teil möchte ich es doch verhindern, wegen der Technik, weil ich dann keinen Bock habe, dass da irgendwie ein Fehler passiert oder so. So, kann ich die Tür hier nicht öffnen oder was? Zu doof. Schlüssel benötigt. Von dir oder was? So, das war's schon. Da, oh ne. Mysteriöse Notiz. Okay. Komm, sag mal, es wird ein Schlüssel benötigen. Ich komme einfach nicht hin. Es ist zum Kotzen. So, wir haben noch diese mysteriöse Notiz gefunden. Piratenanführer. Du hast vielleicht einen Schlüssel für mich, oder?
ihm nicht das Schild weggehauen. Okay. Das ist natürlich ein Argument. Was ist dann? Hat wenig Ausdauer noch, der Kollege. Traue ich ihm weiter die Ausdauer einfach runter. Bam, bam. Was ist? So. Oh, der lebt noch. Oh, Mann. Gib uns alles, was du hast. Wem? Welchen uns? Du bist alleine, mein Freund. Da ist keiner mehr. So, mysteriöse Notiz wäre vielleicht noch ganz sinnvoll. Und Kargerschlüssel, sehr geil. Genau das Ding wollte ich. So, was habt ihr hier gemacht? Keine schönen Sachen, sagen wir es mal so. So, Kargerschlüssel. Soll ich die mysteriöse Notiz noch lesen? Bevor wir jetzt hier im Kargerschlüssel irgendwas machen, vielleicht löst das noch irgendeine Quest aus oder sowas, was weiß ich. Gucken wir doch einfach mal. Och, haben wir Kohle, sind wir überladen und so weiter und so fort. Ich habe die Dinger immer noch nicht gelesen, da die Quest-Hinweise und so. Kargerschlüssel gefunden. Was mit der mysteriösen Notiz da? Wo ist die? Ah, hinten natürlich, logischerweise. Hinten bei den Büchern und Notizen. Mysteriöse Notizen, hält Zusatzinformationen. Halte die Augen nach Schiffbrüchigen offen. Nach einsamen Reisenden, betrunkenen Kriegern, bringt sie mir in den Kerker, den alten... Den großen Alten dürstet nach Blut. Oh oh. Die werden ja hoffentlich eine Ciri gefunden haben. Da bin ich vielleicht doch ganz froh, jetzt mal hier zu sein. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Nette Idee für ein Gefängnis ohne Gitter. Schade, dass er nicht fliegen konnte. Ja, und jetzt? Was soll das? Jetzt habe ich hier irgendwas untersucht. Es scheint schon so ein bisschen Hauptquest-mäßig zu sein, wo ich hier rumlaufe. Nilfgaardisch irgendwas, bla. Jetzt bin ich überlastet und das war rot angezeigt. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Ist Ciri vielleicht hier runtergesprungen? War die hier? Ich weiß es nicht. Hat er mal das jetzt ausgegraut hier? Ne, eigentlich nicht mit dem Schatz. Der soll angeblich noch hier sein, oder was? Hast du einen Schatz dabei? Bin ich blind? Das ist doch nicht ausgegraut, oder? Oh Gott, bin ich draußen, das ist doch nicht zu fassen. Ah, das ist doch nicht grau, das ist doch noch weiß, oder? Jo. Jetzt sehe ich es natürlich nicht, weil ich selbst drüber laufe. Komisch. Gucken wir mal ins nächste Ding da rein, aber... Jo. Oh Mann, bin ich genervt. Ach, das sieht immer gut aus. Der Bezwinger. Ist alles rot gekennzeichnet. Merkwürdig. Vielleicht hier. Freischärler-Rüstung. Wir finden alles Mögliche, nur nicht das, was ich will. Wahrscheinlich kann ich gleich gar nicht mehr gehen. Irgendwelchen Kram. Ich bin mega überlastet. Da geht gar nichts mehr. Ah, und jetzt haben wir alle Sachen gefunden. Okay. Moment mal gerade. Wurde da was angezeigt? Und jetzt falle ich gleich runter und die ganze Aufnahme ist für den Eimer. So, irgendwie wird es doch nochmal laufen. Ja, ich würde sagen, wir machen noch ganz kurz das Absud rein, wo ich dann mehr tragen kann. Das Bies-Absud. Oh Gott. Und dann werde ich wirklich für den nächsten Part dann mal den Händler aufsuchen. Das da ist ja Wahnsinn. Achso, Absude, das sollte ich auch bei Absude gehen. Logischerweise. So, hier. Was haben wir denn hier? Bies-Absud. Erhöht das Gewicht, das der Hexer tragen kann. So, machen wir das mal und dann sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Zumindest mal kurz. Und hier, was ist das hier? Achso, das ist einfach nur ein Sack, wo ich noch was aufnehmen könnte. So, wie gesagt, hier haben wir jetzt alles gesehen oder was? Da vorne ist noch ein Sack. Aber ich habe das Schwert immer noch nicht gefunden. Ich bin voll... Ich krieg die Krise, ne? Voll genervt. So, hier ist noch irgendein Blatt. Ich denke die ganze Zeit irgendwie, dass es mich auch zu Ciri hätte führen können, diese Quest. Fragt mich bitte nicht, warum. Ja gut, klar. Sie haben hier irgendwelche Leute aufgegabelt, die sie gefunden haben im Meer. Die wollten sie natürlich dann den Kopf kürzer machen. So, hier kann ich nicht raus oder rein. Merkwürdig das Ganze. So, hier geht auch nichts weiter. Es sind noch irgendwelche Zellen, wo ich aber auch nicht hinkomme. So, jetzt kann ich hier raus. Hab zwar den Schatz jetzt da unten gefunden sozusagen und auch die Gegner, aber immer noch nicht das, warum ich mich hier eigentlich umsehe. Gut, das kann natürlich auch überall hier sein, das muss man auch sagen. Ich habe mich jetzt dämlich angestellt, ich war so auf den Schatz fixiert.
Das war mir ja klar, dass der Schatz unten ist. Nur jetzt ist die Situation ja wieder eine andere. Jetzt kann natürlich der Schatz auch... Also das, was ich suche, kann jetzt weiter oben sein. So, zieh dich hier hoch. Ich hoffe, das war jetzt verständlich, was ich da erklärt habe. Kannst du dich da hochziehen? Das wäre immer geil. Nein, nein, Hexer, kein Schlittschuh fahren. Sollst dich da am Fenster hochziehen? Nein, macht er nicht. Kriegt er, glaube ich, nicht hin. Oh Gott. Hat noch jemand so Probleme gehabt, die Sachen hier zu finden? Oder bin ich der einzige Dirmel? So, gehen wir mal hier hoch und finden vielleicht direkt irgendwas Hexermäßiges. Ich schaue mich mal ein bisschen genauer jetzt hier um. Na, hier waren wir schon. Oh, ah, was das? Oh, komm, ey. Och, Leute, das ist doch Wahnsinn. Das verbesserte Bärenstahlschwert und die Handschuhe sind jetzt noch zu finden. Und dann hätten wir wirklich mal alles. Habe ich hier eine Schnellreisefunktion gehabt? Ja, habe ich. Gut, ich hätte können noch den Turm da aufmachen. Vielleicht geht das jetzt mit diesem Kerkerschlüssel. Soll ich es mal probieren? Ich habe jetzt diese Schlüssel da. Vielleicht komme ich jetzt hier rein. Wäre auch mal ganz sinnvoll. Aber nicht, dass es die Hauptquest auslöst. Da kriege ich gerade die Krise. Nein, da passiert gar nichts. Gut, alles klar. Vielleicht muss ich Hauptquest-technisch werde ich vielleicht nochmal hier hingeschickt. Oder ich bin völlig auf dem falschen Dampf, weil ich weiß es ja schlicht und ergreifend einfach gar nicht. Jo, ne, da würde ich sagen, diese zwei Monster, da, Banditen, mache ich gerade noch platt. Und dann sehen wir uns im... Ach so, Moment. Ja doch, dann machen wir es so. Im nächsten Part werde ich jetzt nochmal zum Händler reisen. Also das mache ich jetzt alles off-camera, davon kriegt ihr jetzt nichts mit. Werde ein paar Sachen verkaufen und im nächsten Part werden wir uns dann noch die Handschuhe holen. Oh ja, das war ein übler Finisher. Die Handschuhe holen und dann werde ich mit euch gemeinsam... Stimmt das überhaupt, was ich da gerade mache? Mit euch gemeinsam noch die Handschuhe holen, dann werden wir Sachen herstellen, Ausrüstung herstellen und dann wird es mit Nebenquests weitergehen und dann mit dem Addon. So, jetzt habe ich es aber, ich freue mich tierisch drauf und sage bis dann, habt einen schönen Tag, haut rein, ciao.